Aufklärung und Mythos. Warum soll man sich heute noch mit diesen Begriffen oder Konzepten auseinandersetzen? Wieso beziehen sich Adorno und Horkheimer auf diese Konzepte zu ihrer Gesellschaftsanalyse, die schon zur Zeit der Niederschrift der Dialektik der Aufklärung, also diese Begriffe, ein wenig altbacken klangen? Einerseits hatte der Mythos in den 40er Jahren, zumindest in Deutschland, Hochkonjunktur, wenn man an die esoterischen Elemente der NS-Ideologie denkt, zum Beispiel die Siegruhen der SS, und natürlich auch an den durchgeplanten, aber rational nicht zu fassenden Massenmord an den europäischen Juden durch die Nazis. Die Wortwahl hat jedoch andere Gründe, deren Motive sich in ähnlicher Form schon bei Karl Marx finden lassen. Marx hat an der politischen Ökonomie und der bürgerlichen Gesellschaft das kritisiert, was diese Gesellschaft immer nur an anderen, scheinbar zurückgebliebenen Gesellschaften kritisiert hat, nämlich den Fetischismus. Dieser ist laut Marx, zumindest in der modernen Form, schon in der Grundform der bürgerlichen Gesellschaft, dem Warentausch, begründet. Durch die Art und Weise, wie die Menschen Gegenstände herstellen und tauschen, entsteht für sie der Eindruck, dass diese Dinge mit einer gewissen Macht ausgestattet sind. Wie man das zum Beispiel in der Alltagsweisheit hört, Geld regiert die Welt. Ein soziales Verhältnis wird hier an einem Ding konkretisiert, eben dem Geld, und das Ding als Ausdruck des gesellschaftlichen Verhältnisses absolut gesetzt. Marx bezieht sich mit der polemischen Figur des Fetischismus vor allen Dingen auf die Ökonomie. Adorno und Horkheimer wenden diese Figur des Mythos auf das Denken der bürgerlichen Gesellschaft überhaupt. Das aufgeklärte Denken, das selbst wiederum eigentlich den Mythos kritisiert, diesen aber nach Adorno und Horkheimer in wesentlichen Momenten verhaftet bleibt. Es ist aber nicht nur das abstrakte Denken, das sie so skizzieren, sondern das damit verbundene Verhältnis der Menschen zueinander, zu sich selbst und zur Natur. Dabei beziehen sie außerdem das Mythische nicht nur auf reaktionäre Formen der Krisenbewältigung, wie eben den Nationalsozialismus, sondern sie bezeichnen als mythisch auch gerade jene Formen der Zivilisation, die eigentlich für den wissenschaftlichen Fortschritt stehen, wie die Mathematik und die analytische Philosophie. Ähnlich wie der Fetisch bei Marx zeigt sich das Mythologische in der Aufklärung nicht durch schlichte Denkfehler, die man einfach so korrigieren könnte, sondern durch das gesellschaftliche Verhältnis der Menschen zu sich selbst und zu den Dingen bedingt. Der Fetischismus der Warnform bei Marx ist ebenso eine moderne Erscheinung wie die spezifisch mythischen Formen in der Aufklärung. Beide Formulierungen, die in polemischer Absicht geschehen, weisen darauf hin, dass die wirklich menschliche und vernünftige Geschichte noch nicht angefangen hat und wir uns noch immer in der Vorgeschichte der Vernunft befinden. Adorno und Horkheimer interpretieren sowohl Aufklärung als auch Mythos als auf jeweils ihre Art herrschaftliches Denken. Gleichzeitig zeigen sie jedoch, wie sich Theorie aus dieser Herrschaft befreien kann, um zumindest etwas anderes denkbar zu machen. Um dieses Eingedenken in der Natur des Subjekts wird es im letzten Teil meines Vortrags gehen. Im ersten will ich kurz die historische Entwicklung von Mythos und Aufklärung darstellen und in einem zweiten erläutern, was das für die Theorie des Subjekts bedeutet. Wie aus diesen Formulierungen vielleicht schon für Sie erkennbar ist, wird dieser Vortrag eher einer Einführung gleichen. Das hat unter anderem damit zu tun, dass ich mich mehr mit der Musiksoziologie Adornos beschäftige und über diese grundsätzlichen Kategorien nicht so viel Bescheid weiß. Auf der anderen Seite sind vor allem im Juni und Juli ja hier auch noch Vorträge in dieser Reihe organisiert, die sich speziell nochmal mit der Aktualität dieses Themas auseinandersetzen. Ganz unaktuell wird es aber auch nicht sein. Ich werde jetzt also den größten Teil der Zeit eigentlich das versuchen zu rekonstruieren, wie man an der Uni sagt, was in den ersten Kapiteln der Dialektik der Aufklärung steht. Dabei ist natürlich klar, dass ich jetzt in diesen 50 Minuten das nicht komplett tun kann. Auf der anderen Seite habe ich aber einen aktuellen Bezug eingebaut, und zwar versuche ich mich an einer kleinen Kritik der Soziologie von Bruno Latour, auch bekannt als Actor Network Theory. Genau, also wie gesagt, wie bei anderen guten Einleitungen auch der Hinweis, dass dieser Vortrag nicht die Lektüre des Buches ersetzen kann und will. Genau,
In dem ersten Teil möchte ich jetzt Mythos und Aufklärung als, wenn man es so will, absolute und relative Begriffe in dem Text darstellen. Denn auf der einen Seite schildern Adorno und Horkheimer zwar nicht chronologisch und auch nur fragmentarisch, aber nichtsdestotrotz eine Entwicklung des, wie auch immer, rationalen Denkens von der Frühgeschichte bis heute. Und auf der anderen Seite begreifen sie Mythos und Aufklärung aber auch immer als relative Begriffe. Und zwar ist in ihrer Darstellung der, sagen wir zum Beispiel, der antike Mythos, der griechische Götterglaube, schon Aufklärung über den Mythos der Naturvölker, die eben noch nicht mal Götter kannten. Das heißt, es ist ein kompliziertes Verhältnis. Und es kann sein, dass ich zwischendurch zwischen diesen beiden Wortbedeutungen springe, aber genau in der Spannung dieser liegt auch die Stärke des Buches. Das heißt, hier geht es um, wenn man es so will, einmal eine historische Darstellung mit diesen und anhand dieser Begriffe, aber gleichzeitig auch eine polemisch-kritische, wenn sie eben am Ende versuchen darzustellen, inwiefern noch in der Aufklärung, im aktuellen, modernen Denken in der bürgerlichen Gesellschaft letztlich noch mythische Formen drin sind. Okay. Etwas, das heute auf jeden Fall als Mythos erscheint, im Gegensatz eben zu dieser modernen Vorstellungswelt, also was selbst der modernen Vorstellungswelt als Mythos erscheint, ist die Gedankenwelt der Naturvölker im Animismus. Für sie stellt sich die Welt als von Geistern bevölkert dar. Es gibt spezielle Personen wie Schamanen oder Medizinmänner, die sich mit diesen Geistern, die auch in Form von Ahnen, also sozusagen Ahnen repräsentieren können, auskennen. Und um diese Geister zu beeinflussen, um sie zum Beispiel aus einer kranken Person auszutreiben oder für tolles Wetter für die Ernte zu sorgen, gleichen sie sich dem Phänomen, was sie beeinflussen oder kontrollieren wollen, an. Das heißt, der Medizinmann hängt sich zum Beispiel Talismane um, zieht eine Maske an oder bemalt sich sein Gesicht, um sich diesem Geist im gewissen Sinne anzuähneln. Das scheint uns heute natürlich befremdlich, das würde ja kein Medizinmann, kein Mediziner heute mehr so machen. Gleichzeitig ist das aber nicht nur, oder nehmen Adorno und Horkheimer nicht nur darauf Bezug, oder nicht darauf Bezug, um das lächerlich zu machen, sondern um zu zeigen, dass sich in dieser Umgangsweise mit der Natur die Realabhängigkeit der Menschen von dieser Natur zeigt, von diesen Naturprozessen. Also es ist nicht nur eine Frage des Verstehens, indem man nicht versteht, warum es jetzt regnet oder warum es jetzt blitzt und warum nicht, sondern auch eine Frage der Abhängigkeit. Das heißt, einer der realen, hier spiegelt sich sozusagen, das tatsächliche Verhältnis in dem gedanklichen Verhältnis wieder. Genau, das heißt, der Stärkere gegenüber ist dann die jeweils je konkrete Natur, die man beschwört, und zwar in dem ursprünglichen Sinne, wie man das Wort auch heute noch verwendet, nämlich im gewissen Sinne versucht zu beeinflussen. Indem man sich zum Beispiel Tierfelle oder Tierzähne nimmt und die sich umhängt, um die Stärke dieses Tiers auf sich selber zu übertragen. Zwar kann man eben den Schamanismus als Mumpitz abtun, in ihm zeigt sich aber auch schon eine frühe Teilung von geistiger und körperlicher Arbeit. Das heißt auch schon, diese Naturreligion, wenn man es so will, ist nicht sozusagen die Urform des menschlichen Zusammenlebens, sondern für Adorno und Horkheimer zeigt sich eigentlich schon in der, zumindest in der Altertumsforschung angenommenen Arbeitstrennung von Männern und Frauen auch schon Gesellschaftliches. Das heißt, es geht jetzt hier nicht darum zu sagen, das ist die Naturform, in der Leute irgendwie mit der Natur verkehren, sondern das ist selbst auch schon gesellschaftlich. Wie gesagt, zeigt sich hier eine frühe Teilung von geistiger und körperlicher Arbeit, eine Einteilung in Profanes und Heiliges und gleichzeitig die Verquickung dieser geistigen Arbeit des Schamanen, wenn man das will, wenn man das als geistige Arbeit bezeichnen will, mit Herrschaft. Schließlich hat nämlich der Schamane einen privilegierten Zugang zu diesem Heiligen und wird für seine Geister- und Heilertätigkeit letztlich auch von den anderen Stammesmitgliedern ausgehalten. Das heißt, das verweist auch schon, was allerdings nicht Thema des Vortrags ist, auf die frühe Verbindung von Theorie und Herrschaft. Die heute allgegenwärtige Vorstellung einer fortschreitenden Zeit, wie die einer von den Menschen getrennten und einheitlichen Natur im heutigen Sinne, gibt es im Animismus noch nicht. Es ist erst die antike Philosophie,
die das Wissen ordnet und in einen systematischen Zusammenhang bringt. Für Adorno und Horkheimer zeigt sich das in dem Übergang von diesem Animismus in die vorsokratischen Überlegungen, die jeweils entweder das Feuer, das Wasser, die Blitze, also das Licht, oder irgendeine andere Substanz zum Ursprung aller Dinge machen wollen. Dort findet nämlich schon in dem Sinne Aufklärung statt, dass ein vorher nur an das konkrete Ding gebundene Phänomen abgelöst wird und eben als Erklärung für Zustände genommen wird, die sozusagen auf den ersten Blick gar nichts damit zu tun haben. Eben jene Vorsokratiker, in dem Fall Xenophanes, haben auch schon den Anthropomorphismus, das heißt die Menschenähnlichkeit des griechischen Götterglaubens kritisiert. Nämlich in der Vorstellung, dass die Götter wie Menschen aussehen und sich auch entsprechend verhalten. Also sich streiten, sich umbringen können, sich fortpflanzen und sich zum Beispiel auch mit Sterblichen paaren. Diese Kritik am Anthropozentrismus ist die Vorstufe der aufgeklärten Kritik an der Religion, wie man sie beispielsweise bei Feuerbach findet. Warum ich das jetzt hier so sozusagen reiteriere, liegt daran, dass Adorno und Horkheimer eben darauf hinaus wollen, dass auch die bürgerliche Vorstellung, vorher waren alle dumm und dann kommt die Aufklärung, so nicht stimmt, sondern auch das, quasi die Menschheitsgeschichte ist schon ein Aufklärungsprozess, der früher anfängt. Also ist es die Vorsokratiker sind im gewissen Sinne die Vorbedingungen für Feuerbachs Religionskritik, die ja in der letzten Sitzung behandelt wurde. Diese Menschenähnlichkeit der Götter, die von den Vorsokratikern kritisiert wird, ist allerdings selber schon wieder eine Weiterentwicklung, nämlich auch eine Abstraktion von der noch stärker an die einzelnen Objekte gebundenen natürliche Kraft. Ist für den Animismus das Mana in jedem Gegenstand enthalten und ist von diesem auch untrennbar, weswegen man eben diesen Tierzahn sich umhängen kann, finden in dem Götterglauben die Abstraktion statt, dass nämlich die Götter für bestimmte Prinzipien wie Krieg, Liebe oder letztlich auch Herrschaft stehen, nämlich in Form von Zeus oder Jupiter, der über die anderen Götter herrscht. Diese Form der Abstraktion wird schließlich in der Philosophie von Platon weitergetrieben bis zur absoluten Ideenlehre. Hier ist die unveränderliche und ewige Idee das, was von den konkreten Gegenständen oder wovon die konkreten Gegenstände nur Abbilder sind. Das heißt, die Idee ist das, was man als Philosoph, als Liebhaber der Weisheit untersuchen soll und man soll sich quasi nicht an den konkreten Dingen aufhalten. Laut Adorno und Horkheimer geht dieses Denken parallel zur patriarchalen Stellung des Hausherrn über seine Familie und seine Sklaven. Es ist letztlich der abstrakte Begriff, das abstrakte Denken, das den Landbesitzern und Gebildeten vorbehalten ist, die eben auch die Zeit haben, sich Abende darüber den Kopf zu verbrechen, das bei Platon höherwertig geschätzt wird als die vergänglichen Einzeldinge und die Phänomene selber. Mit der Aufklärung schließlich, und damit meine ich jetzt die Aufklärung, wie wir sie im Alltag verstehen, nämlich in der Periode des 17. und 18. Jahrhunderts, das heißt Adorno und Horkheimer klammern hier das Mittelalter im gewissen Sinne aus, wird diese Trennung zwischen dem erkennenden Subjekt und dem Gegenstand, dem Objekt der Erkenntnis, absolut gesetzt. Die Natur erscheint in der Aufklärung als Chaos, das erst durch die Vernunft geordnet und erschlossen werden kann. Es wird also wie in der Antike verfahren, aber noch stärker auf den Begriff geachtet und schließlich in der Mathematik nur noch mit Symbolen selbst verfahren. Wobei man natürlich sagen muss, dass die Mathematik auch selber wieder antike Ursprünge hat. Das Denken ist somit vollkommen von der Natur, den Gegenständen, losgelöst. Adorno und Horkheimer beschreiben das animistische Denken als mimetisch. Das heißt eben, es imitiert das, was es verstehen und kontrollieren will. Die moderne Wissenschaft hingegen verfügt nicht mimetisch, sondern analytisch, indem sie abstrakte Begriffe und Konzepte ersinnt und die Phänomene nur unter diesen Blickwinkeln betrachtet. Dabei löst die Aufklärung die theoretischen Konzepte noch stärker von den konkreten Gegenständen ab, als das in der antiken Form oder Vorform der Wissenschaft der Fall war. Ein Beispiel dafür ist die Temperatur. Denn schon die Griechen kannten verschiedene Formen der Temperatur. Sie haben quasi sich schon theoretisch systematisch Gedanken darüber gemacht, was es heißt, dass etwas anderes wärmer ist als kalt und haben zum Beispiel versucht, anhand von Schnee zu messen, wie warm andere Sachen sind. Aber erst mit der Entdeckung der Temperatur als Zahl ist es letztlich möglich, verschiedene Gegenstände in ihrer Temperatur miteinander zu vergleichen und nur so und in dieser
in diesen Temperaturskalen, die eben vor ungefähr 300 Jahren entwickelt wurden, ist es überhaupt möglich, von einzelnen Wetterstationen das Wetter zu vergleichen und somit zu einem, überhaupt zu globalen Klimamodellen und damit auch zu einem Modell der Klimaerwärmung zu kommen. Das heißt, nicht nur diese Zahlen eignen sich nicht nur dazu, das zu vergleichen, sondern gleichzeitig auch abstrakte Berechnungen anzustellen. So kannte man zum Beispiel die absolut tiefste physikalisch mögliche Temperatur von minus 273,15 Grad Celsius, bevor man technische Möglichkeiten hatte, so etwas so weit runter zu kühlen. Das heißt, hier findet, also sozusagen, hier zeigt sich dieses, das, was diese Abstraktion quasi leisten kann. Was Adorno und Horkheimer an der Aufklärung kritisieren, ist nicht, dass sie rational verfährt, sondern wie diese Rationalität aussieht. Da Wissenschaft vor allen Dingen als Berechnung, als logischer Ausschluss des Dritten verstanden wird, also wie wenn man sagt, A plus B ist C und nicht D, ist eigentlich von vornherein klar, dass in einer Gleichung nicht auftauchen kann, was nicht schon von vornherein darin gesetzt wurde. Im Ausschluss des Neuen gleicht sich die Wissenschaft dem Mythos an. In der Vorstellungswelt des Mythos gab es einen ewigen Kreislauf, an dem nichts geändert werden konnte. Es war im Mythos klar, dass der Mensch sich unter die Götter zu unterwerfen hatte und wer dagegen verstoßen hat, wurde umgebracht. Und gleichzeitig war klar, dass auf den Herbst der Winter folgen muss und sich das immer wiederholt. Zwar hat die Aufklärung diese Vorstellung kritisiert und durch eine Idee von Fortschritt ersetzt, hat die Aufklärung statt göttlicher Prinzipien, die in der Natur wirken sollen, die Naturgesetze gefunden. Trotzdem ist sie in der Art und Weise ihrer Beweisführung in einen ewigen Kreislauf anderer Art befangen. Im gewissen Sinne sind diese Naturgesetze nämlich nur eine Säkularisierung des alten Gottesgesetzes. Mit den Naturgesetzen lässt sich zwar die Natur besser begreifen und durch den Maschinenbau auch besser bearbeiten, ein Beispiel, so konnten nämlich die medizinische Erkenntnis dafür genutzt werden, die Kindersterblichkeit zu senken. Allerdings wurde mit dem gleichen wissenschaftlichen abstrakten Denken die Zielgenauigkeit von Gewehren verbessert, sodass die zumindest im 20. Jahrhundert viele Männer vor allen Dingen, nachdem sie vor Kinderkrankheiten bewahrt wurden, letztlich dann durch quasi die gleiche Wissenschaft oder mit Hilfe der gleichen Wissenschaft umgebracht werden konnten. Das Bild ist jetzt ein bisschen billig, kann man sagen, aber ich hoffe, es wird im weiteren Verlauf klar, worauf ich hinaus will. Zentral ist nämlich hier, dass das Denken nur noch als Methode betrachtet wird und so zum Werkzeug wird, während nicht mehr diskutierbar ist, wozu dieses Werkzeug eigentlich eingesetzt werden soll. Zumindest wird diese Wissenschaft sozusagen außerhalb der Wissenschaft gelegt und damit aber gleichzeitig auch gesagt, das ist nicht rational entscheidbar. Weil das, was rational entscheidbar ist, findet in der Wissenschaft statt. Denn selbst die frühneuzeitliche Einstellung der Wissenschaftler mit dem Verständnis und der Beherrschung der Natur nicht nur den Wissensstand, sondern auch den Lebensstandard der Menschen zu erhöhen, hat sich geschichtlich als hinfällig erwiesen. Der technische Fortschritt hat eben nicht zu einem Paradies auf Erden geführt, wie das die immer weitere Entwicklung der Waffen zum Beispiel zeigt. Letztlich ist das Eingeständnis des Positivismus, für Ethik und einen Gesellschaftsbegriff nicht zuständig zu sein, auch eine Reflexion auf den Fortbestand des Elends trotz technischen Fortschritts. Aber in seiner Konsequenz ist er eine Bankrotterklärung der Vernunft, weil der Positivismus, zu dem ich gleich nochmal genauer kommen werde, eben sagt, das ist zwar ein Problem, aber da kann vernünftiges Denken nichts dran machen. Das ist halt einfach so. Und mit diesem, das ist halt einfach so, das ist quasi das gleiche Argument, in Anführungszeichen, das der Mythos vorbringt. Dies zeigt sich für Adorno, also diese Entwicklung zeigt sich für Adorno und Horkheimer eben auch an der Philosophie. Und als die Dialektik der Aufklärung verfasst wurde, war, und das ist heute eigentlich immer noch so, ist ein Teil der Philosophie die analytische, die allgemein als logischer Positivismus oder Neopositivismus bekannt ist. In diesen Ansätzen wird versucht, die Methoden der Philosophie ebenso exakt auszurichten wie in den Naturwissenschaften. Mit dem Hinweis, dass eben in den Naturwissenschaften es ganz klar einen Erkenntnisfortschritt gibt, der sich eben auch in technischen Entwicklungen zeigt,
man aber in der Philosophie nicht trotz der Philosophiegeschichte von mehreren tausend Jahren von in irgendeiner Art gesicherten Erkenntnissen ausgehen kann. So wird für die analytische Philosophie die Philosophie zu einer Ansammlung von Wissen, das auf empirische Überprüfung rückführbar ist, also man muss das irgendwie beobachten können, und das nach strengen logischen Regeln erworben ist. Damit sind jene Konzepte der Philosophie, die über diese enge Definition der Wissenschaftlichkeit hinausgehen, als nicht bewegbar und Metaphysik verworfen. Für Bertrand Russell, einen der Begründer dieser analytischen Philosophie, war es beispielsweise philosophisch nichtig, über die Existenz Gottes nachzudenken, da letztlich weder das eine, also weder die Existenz noch die Nicht-Existenz im positivistischen Sinne beweisbar ist. Ebenso wird die Ethik, die der Antike und noch bei Kant Teil der Philosophie war, aus dieser ausgeschlossen, da auch ihre Schlüsse nicht empirisch belegbar sind. Dieses Abschneiden zeigt sich ebenso in der Logik, weil die analytische Philosophie sich vor allen Dingen auf eine Explikation logischer Schlussregeln versteht. Und wenn man das noch mit Hegel vergleicht, der hat ja auch eine Logik geschrieben und die fängt an mit einem objektiven Teil und da untersucht er unter anderem, wie das Verhältnis von Sein, Nichts und Werden aussieht, wenn man es jetzt so ganz grob zusammenfassen will. Und diesen Teil, für den interessiert sich der Positivismus auch nicht mehr. Das wird alles abgeschnitten, was übrig bleibt, ist das, was bei Hegel subjektive Logik heißt, das heißt eigentlich nur eine Untersuchung darüber, wie korrektes Schlussfolgern möglich ist. Die Prämissen dieser Schlussfolgerungen werden aber nicht mehr untersucht. Die Philosophie wird damit quasi die Basiswissenschaft der Naturwissenschaften und der nach ihrem Vorbild agierenden Sozialwissenschaften, wie beispielsweise dem Behaviorismus. In der Dialektik der Aufklärung heißt es dazu, und das ist jetzt eines von zweimal, wo ich das Buch zitiere, je mehr die Denkmaschinerie das Seiende sich unterwirft, umso blinder bescheidet sie sich bei dessen Reproduktion. Damit schlägt Aufklärung in Mythologie zurück, der sie nie zu entrinnen wusste. In der Prägnanz des mythischen Bildes, wie in der Klarheit der wissenschaftlichen Formel, wird die Ewigkeit des Tatsächlichen bestätigt und das bloße Dasein als der Sinn ausgesprochen, den es versperrt. Wer das nachschlagen will, in diesem Fischer-Taschenbuch findet sich das auf Seite 33. Habe ich bisher die Dialektik der Aufklärung vor allem eine Geschichte des wissenschaftlichen Denkens oder der Genese der Wissenschaften dargestellt, wird es jetzt um Adornos und Horkheimers Subjekttheorie gehen. Für die beiden spielt sich die Auseinandersetzung Konfiguration der Natur nicht nur in Bezug auf die äußere Natur, eben die Umwelt, ab, sondern auch in Bezug auf die innere Natur, auf den Mensch mit Haut und Haaren und Trieben. Während im Animismus noch keine starke Trennung zwischen Körper und Geist vorliegt und sich Menschen vor allen Dingen als Mitglied ihres Kollektivs verstanden haben dürften, beschreiben Horkheimer und Adorno die Herausbildung des modernen Subjekts anhand der Odyssee, wie sie von Homer überliefert ist. Der heißt übrigens nicht ohne Zufall so. In dieser Odyssee ist der adlige Odysseus auf der Heimfahrt von der Belagerung Trojas alle Arten von Gefahren ausgesetzt, und zwar durch mythische Gestalten, die quasi die Vorgeschichte repräsentieren, die auf verschiedenen Inseln im Mittelmeer rumsitzen und an denen Odysseus und seine Gefährten, das heißt seine Bediensteten, seine Sklaven, notwendigerweise vorbei müssen, um nach Hause zu kommen. Und den Verlockungen und Gefahren dieser mythischen Wesen widersteht Odysseus, indem er sich gegen diese Repräsentation mythischer Urkräfte, aber auch gegen seine eigenen Triebe hart macht. Odysseus Mittel ist die List. Er begibt sich, um nach Hause zu kommen, zwar notwendigerweise unter den Einfluss der Sirenen oder des Zyklopen, er entwindet sich aber geschickt dem von ihnen verlangten Opfer. So bezeichnet er sich in der Höhle des Zyklopen, der ihn fressen will, als niemand, was den Zyklopen zu der Äußerung bringt, dass er eben niemand essen werde. Im Fall der Sirenen lässt sich Odysseus an den Mast binden, um den betörenden Gesang der Sirenen, der eigentlich sonst jeden, der sie hört, in den Abgrund reißt, zuzuhören, während seine Gefährten ihre Ohren mit Wachs verstopfen müssen und so an den Sirenen vorbeirudern, ohne sie zu hören. Für Adorno und Horkheimer ist bedeutsam, dass Odysseus sich zwar aus den Fängen der mythischen Vorzeit befreit, dabei die Macht dieser aber nicht bricht,
sondern formal anerkennt, während er sich ihr entwindet, indem er sich jedoch selbst für nichtig erklärt, in dem einen Fall oder in dem anderen Fall letztlich auch das Glücksversprechen, das in dem verlockenden Gesang der Sirenen drinsteckt, zur Kunst sublimiert, deren Reize man zweckfrei und konsequenzlos genießen kann. Was in der Figur des Odysseus deutlich wird für Dorn und Horkheimer, ist die von der Irrationalität des Opfers, wie sie von den mythischen Monstern verlangt wird. Sie verweist aber gleichzeitig auf die moderne Subjektform selbst, da das Selbst ständig der Triebbefriedigung entsagt, diese auf morgen verschiebt, ohne jemals in den Genuss dieses Aufgeschobenen zu kommen. So, und jetzt ist hier das zweite und letzte Mal, dass ich ausführlich aus dem Buch zitiere. Ausführlich heißt tatsächlich ungefähr eine Seite. Aber ich denke, dass dieser Abschnitt das Gesagte ganz gut auf den Punkt bringt und auch zeigt, dass ich da keinen Quatsch erzähle. In der Klassengeschichte schloss die Feindschaft des Selbst gegen das Opfer ein Opfer des Selbst ein, weil sie mit der Verleugnung der Natur im Menschen bezahlt ward, um der Herrschaft über die außermenschliche Natur und über andere Menschen willen. Wer mitlesen will, Seite 61 unten in der Fischausgabe. Eben diese Verleugnung, der Kern aller zivilisatorischen Rationalität, ist die Zelle der fortwuchernden mythischen Irrationalität. Mit der Verleugnung der Natur im Menschen wird nicht bloß das Telos der auswendigen Naturbeherrschung, sondern das Telos des eigenen Lebens verwirrt und undurchsichtig. In dem Augenblick, in dem der Mensch das Bewusstsein seiner selbst als Natur sich abschneidet, werden alle die Zwecke, für die er sich ein Leben erhält, der gesellschaftliche Fortschritt, die Steigerung aller materiellen und geistigen Kräfte, ja Bewusstsein selber, nichtig. Und die Intronisierung des Mittels als Zweck, die im späten Kapitalismus den Charakter des offenen Wahnsinns annimmt, ist schon in der Urgeschichte der Subjektivität wahrnehmbar. Und damit meint sie die Odyssee. Die Herrschaft des Menschen über sich selbst, die sein Selbst begründet, ist virtuell allemal die Vernichtung des Subjekts, in dessen Dienst sie geschieht. Denn die beherrschte, unterdrückte und durch Selbsterhaltung aufgelöste Substanz ist gar nichts anderes als das Lebendige, als dessen Funktion die Leistungen der Selbsterhaltung einzig sich bestimmen. Eigentlich nämlich gerade das, was erhalten werden soll. Die Wiedervernunft des totalitären Kapitalismus, dessen Technik, Bedürfnisse zu befriedigen, in ihrer vergegenständlichten, von Herrschaft determinierten Gestalt die Befriedigung der Bedürfnisse unmöglich macht und zur Ausrottung der Menschen treibt. Diese Wiedervernunft ist prototypisch im Heros Odysseus ausgebildet, der dem Opfer sich entzieht, indem er sich opfert. Die Geschichte der Zivilisation ist die Geschichte der Introversion des Opfers. Mit anderen Worten, die Geschichte der Entsagung. An dieser Stelle ist vielleicht auch noch das Verhältnis von Odysseus und seinen Gefährten, das heißt eigentlich seinen Sklaven, von Interesse. Denn für Adorno und Horkheimer ist diese Sirenen-Episode bezeichnend für die Verschlimmung von Mythos, Herrschaft und Arbeit. Hier zeigt sich nämlich das Klassenverhältnis zwischen den Arbeitern oder das Herrschaftsverhältnis, die sich in der zweckgerichteten Arbeit gegen Umweltreize abschotten müssen, beziehungsweise von dieser Arbeit selbst abschrumpfen, gegenüber den Herrschenden, die die Erkenntnis und das Glücksversprechen, dass es eben anders sein könnte, dass es eine andere Gesellschaft geben könnte, eine Gesellschaft ohne Herrschaft und ohne Zwang, nur in ästhetisierter Form als Kunst erfahren können. Mythos und Aufklärung bezeichnen also nicht nur ein Herrschaftsverhältnis gegenüber der Natur, sondern auch eins gegenüber den Menschen untereinander. Das moderne Subjekt ist jedoch keins mehr, in dem der Körper noch bewusst gebändigt werden muss, wie bei Odysseus, der sich eben an den Mast binden lassen muss, um diesen Sirenen nicht zu verfallen, sondern eines, dem der Körper nur noch als das eigentlich Fremde hinzutritt. Bei Descartes ist die einzige Gewissheit die, dass man denkt und deswegen existiert. In dem Sinne wird der menschliche Leib zu einem Körper, wie jeder andere auch in der Wissenschaft. Und das zeigt sich unter anderem als Fortschritt auch in der Medizin, als nämlich die religiösen Tabus des sozusagen Verletzen des toten Körpers beseitigt wurden und man den infizieren konnte, hat das zu einem Fortschritt in der Medizin geführt. Erkauft wird dieser Fortschritt jedoch mit
dem Zustand, ja genau, er forscht mit dieser, nee, pardon, er kauft mit dieser Fortschritt jedoch mit dem Zustand, in dem Bewusstsein der eigene Körper als etwas vorkommt, das man beherrschen muss. Das droht, außer Kontrolle zu geraten und dem man nicht nur bei Kindern den Toilettengang beibringen muss, sondern diesen Körper, den man dann noch regelmäßig ins Fitnessstudio tragen muss, damit er nicht überhand nimmt. Der eigene Körper wird so etwas, das man eben nicht nur ins Fitnessstudio bringen muss, sondern auf der anderen Seite natürlich auch so etwas, das man selber hat. Der Vorteil davon ist, dass es nicht mehr der König oder Gott ist, der diesen Körper hat. Das heißt, man kann eigentlich machen, was man will, genau. Nur, und damit beziehen sich auch auf Marx, heißt es bei ihm ja, der Arbeiter ist doppelt frei, nämlich eben einmal frei über seinen Körper und seine Körperkräfte zu verfügen, aber er ist genauso frei und damit aber eigentlich gezwungen, seine wahre Arbeitskraft oder seine Arbeitskraft, die ihm sozusagen zur von der Natur zur Verfügung gestellte Kraft zu verkaufen, um über die Runden zu kommen. Das heißt, in diesem Sinne gehört man sich also selbst, aber gleichzeitig muss man sich an den Markt verkaufen und ist damit der Herrschaft wieder ausgeliefert. Laut Adorno ist der Maßstab des Subjekts, wie schon im Mythos, die Selbsterhaltung. Anders als in der Antike bestehen heute jedoch produktionstechnische Möglichkeiten, die den alltäglichen Kampf ums Dasein überflüssig machen. Dass die Menschen diesen jedoch trotzdem betreiben, liegt jedoch nicht an der allein fehlenden Einsicht, sondern an der Struktur der Gesellschaft. Bevor ich jetzt zum Schluss komme, möchte ich noch ein aktuelles Beispiel für eben diese Verquickung von Mythos und Aufklärung geben, und zwar anhand der Theorie von Bruno Latour, der in einer langen Reihe der französischen Soziologie unter anderem Emile Durkheim und andere kritisiert. Und das will ich jetzt kurz mal ausführen. Bruno Latour, ein französischer Soziologe, der immer noch lebt, der auch im angloamerikanischen Raum breit rezipiert wird und selbst an Provinzunis wie in Mainz oder Darmstadt schon ja, breit rezipiert ist, und dessen Werke vor allen Dingen inzwischen in erstsprachlich auf Englisch erscheinen. Er kritisiert vor allen Dingen Durkheim und die anderen Soziologen dafür, dass sie alles mit dem Verweis erklären, es sei sozial. Für Latour ist es so, dass die Vorstellung eines Sozialen, das zu dem eigentlichen Bereich wie der Wissenschaft oder der Justiz hinzutritt, problematisch. Was er kritisiert, wird vielleicht anhand von so Alltagsfloskeln klar, wie Formulierung, der ist an der Gesellschaft zugrunde gegangen, oder das Drogenproblem ist ja auch ein soziales Problem. Also das heißt eigentlich Nullsätze. In Latours Theorie geht es nicht mehr darum, das spezifisch Soziale an Phänomenen zu untersuchen, sondern zu zeigen, wie verschiedene Dinge und Menschen miteinander vernetzt werden. Ein weiterer seiner Kritikpunkte an der Soziologie ist nämlich die, dass die Gegenstände, die Dinge, die Natur, die technischen Objekte keinen Platz in der Soziologie hätten. Und er macht die Relevanz dieser Dinge an der Frage deutlich, wer kocht eigentlich den Kaffee? Die Kaffeemaschine oder der Mensch, der auf den Knopf drückt? Die klassische Soziologie würde eigentlich nur auf den Menschen achten, der auf den Knopf drückt, und Natur sagt, es sind eigentlich beide gemeinsam, notwendigerweise. Weder die Kaffeemaschine alleine, noch der Mensch alleine kriegt das hin. Und eigentlich müsste man das noch erweitern, weil da natürlich auch jemand dazugehört, der den Kaffee erntet und mahlt und trocknet. Der Kaffee selber gehört dazu. Also Sie sehen, wie sich diese Akteursnetzwerktheorie, so benennt er die nämlich selber, dann immer weiter ausweitet. Sie untersucht nämlich, welche Netzwerke an Aktanten, und mit dem Begriff meint er sowohl Menschen wie Dinge, weil für ihn quasi in diesem Akteursnetzwerk Mensch, Kaffeemaschine nicht mehr unterscheidbar ist, wer jetzt hier eigentlich der Handelnde ist. Genau. Er untersucht, wie in diesem Netzwerk an Aktanten in einer Situation, wie diese da einen Unterschied machen und wie sie über diese Vernetzung in die Situation hereinragen. Also wie gesagt, der Kaffeebauer ist in dieser Situation nicht da, aber er ist vermittelt da, indem er den Kaffee erst angebaut hat, der dann da gebraut wird.
Einerseits ist seine Kritik in der Soziologie Aufklärung, denn tatsächlich wird häufig einfach so vom Sozialen oder der Gesellschaft gesprochen. Und es klingt dann so, als ob das Soziale einfach so eine amorphe Masse wäre, die zwischen uns rumwabert und die mal mehr und mal weniger da ist. In anderen Zirkeln der Soziologie werden hingegen nur kleine Zusammenhänge, wie etwa eine Busfahrt oder ein Arzttermin untersucht, während der Kontext darum herum die Bezüge außerhalb dieses Praxisbezugs ausgeblendet werden und dann sagt er, guck doch mal auf den Kaffeebau an. Latour beschreibt in polemischer Absicht die sozialen Beziehungen, also diese ganze Theorie, also etwas wie den Äther, der in der Naturwissenschaft des 19. Jahrhunderts quasi dazugehörte, ohne den man nichts erklären konnte, der uns heute aber einfach als überflüssige Zutat zur Wissenschaft erscheint. Und er meint, dass in der Soziologie man eigentlich so weit sei, dass man ohne diesen Zusatz des Sozialen auskommt. Seine Kritik ist aber letztlich ebenso mythologisch im Sinne Horkheimers und Adornos, weil hier ebenso die Welt ist, wie sie ist. Sie wird implizit gerechtfertigt, das heißt, für ihn ist eine Theorie der Gesellschaft einer bestimmten Form der Vergesellschaftung gar nicht möglich. Seine Theorie teilt den Positivismus, wie er zuvor beschrieben wurde, nämlich noch auf die Spitze. In seiner Theorie sind die Menschen und Gegenstände völlig ohne Qualitäten. Sie erhalten diese jeweils nur durch das je spezifische Netzwerk, in das sie eingebunden sind. Die Subjekte sind also, wie Adorno und Horkheimer das in Bezug auf den Positivismus beschreiben, nicht nur, also sie sind bei Latour auch Knotenpunkte, sie sind aber nicht mehr über ihre gesellschaftliche Funktion bestimmt, also das heißt, wie man sagt, jemand ist vor allen Dingen in dieser Gesellschaft Mann, Vater und arbeitslos oder sowas und dann weiß man schon sehr viel über die Person, sondern letztlich werden diese über die, den Zusammenhang und die Gegenstände diesen Zusammenhang bestimmt. Das heißt, kein Schriftsteller ohne Laptop und kein Koch ohne Küche. Diese Betrachtung stimmt zwar im gewissen Sinne auch, also ist natürlich klar, dass man ohne Küche nicht kochen kann. In der Perspektive von Natur wird sie aber zur einzig richtigen. Und damit wird ausgeblendet, dass es vielleicht eine Zukunft geben könnte, in der sich Menschen nicht wie Gegenstände behandeln. In seiner Theorie wird die Welt zu einer Art Ansammlung von Spinnennetzen, aus denen es kein Entrinnen gibt. Während das Subjekt in seiner Theorie vollkommen verschwindet, beziehungsweise nie aufgetaucht ist, weil er nämlich in einem Buch auch versucht zu erklären, warum wir nie modern gewesen sind und damit auch nie Subjekte gewesen sind, ist er aber als Forscher von zentraler Bedeutung. Wenn er nämlich fordert, dass sich Forscherinnen und Forscher in die Empirie begeben und den tatsächlichen Verbindungen zu folgen haben, die einen Unterschied machen, verschwindet damit die Arbeit des Autoren im Text. Er betreibt einen Empirismus, der notwendigerweise offen lässt, wo man beginnt, ein Netzwerk zu beschreiben, wo man aufhört und der offen lässt, was es überhaupt heißt, einen Unterschied zu machen. Die Dinge, die Natur, auf die er sich so oft beruft und für dessen Inklusion in die Soziologie er allseits beklatscht wird, sind jedoch auch bei ihm untergeordnet. Denn für ihn zählt in der Betrachtung nur, was in einer gegebenen Situation einen Unterschied macht. Nämlich nur das kann er als Empiriker beobachten. Jene Teile des Gesamtzusammenhangs, die zwar von der Aktion der Aktanten, wie er sagt, betroffen sind, aber keinen Unterschied machen, bleiben bedeutungslos und kommen auch so wieder in dieser Theorie nicht vor. Tja, jetzt ist so die Frage, wie kann man Wissenschaft sonst betreiben? Und damit komme ich auch zum Schluss, beziehungsweise was soll das überhaupt? Statt, um mal die ganz allgemeine Frage zu stellen, statt einer Unterordnung unter die Natur, beziehungsweise der modernen Unterjochung der Natur, fordern Adorno und Horkheimer letztlich eine Versöhnung der Menschen mit ihrer und der nichtmenschlichen Natur. Diese Kritik an der Aufklärung ist jedoch nicht kulturpessimistisch zu verstehen. Adorno und Horkheimer sehen in einem simplen Zurück zur Natur keine Lösung. Denn diese kann es allein deswegen schon nicht geben, weil die Natur nichts Fixes, sondern selbst etwas Gewordenes ist. Und das gilt auch für die menschliche Natur. Also wir können nicht einfach sagen, wir tun jetzt so, als ob wir in der Steinzeit leben würden,
oder wie das ja auch einige tun, zumindest sich so ernähren. Die Versöhnung mit der Natur, die Adorno und Horkheimer anstreben, hat aber auch nichts mit Ökologie oder Umweltschutz zu tun. Die Ökologiebewegung reproduziert nämlich jenes ambivalente Verhältnis zur Natur in der Unterwerfung bzw. in der Unterwerfung unter die und in der Unterwerfung der Natur. Mit den Anfängen der Ökologiebewegung zeigt sich Natur als etwas, dem man sich eben zu unterwerfen hat. In der Ökologie im engeren Sinne ist die Natur ein System im Gleichgewicht und der Mensch kommt als Störenfried hinzu. Die Forderung nach Verringerung des ökologischen Fußabdrucks ist mit Selbstbeschränkung verbunden. Wenn man die Forderung zu Ende denkt, mit der kompletten Zurücknahme des Individuums auf die Landkommune, in die Subsistenz oder in einigen radikalen Formen, zum Beispiel bei veganen Gruppen, die in den 90ern Metzger umgebracht haben, im Mord. Die andere Seite, die aktuelle Form der Naturbeherrschung, zeigt sich jedoch im Green Capitalism, den CO2-Zertifikaten und der Energiewende. Zwar wird der Umgang mit der Natur ressourcenschonender, aber die Natur bleibt dabei eben eine Ressource. Sowohl in der Solarenergie, die ästhetisiert in der Naherholung per Fahrradtour. Sie bleibt ein Gegenstand der Nutzbarmachung und Ausbeutung, auch wenn der Umgang vielleicht so ein bisschen netter und mit mehr Sonnenblumen vor sich geht. Vielmehr verstehen Adorno und Horkheimer diese Versöhnung als Zitat, als Zitat Eingedenken der Natur im Subjekt. Also als Reflexion des denkenden Subjekts auf die Naturhaftigkeit seiner selbst. Gerhard Scheidt, der ja im Juli hier auch sprechen wird, bezeichnet diese Formulierung auch als Adornos und Horkheimers Revolutionstheorie. Sie verweist letztlich nicht nur auf einen individuellen Erkenntnisakt, sondern auf eine andere Form von Zivilisation, in der Technik und Natur kein Gegensatz mehr sein müssen. Das Mittel für dieses Eingedenken ist aber nicht Einfühlen, sondern eben Denken. In der Kritik der instrumentellen Vernunft schreibt Horkheimer, der einzige Weg, der Natur beizustehen, liegt darin, ihr scheinbares Gegenteil zu entfesseln, das unabhängige Denken. Zitat Ende. Es geht ja also nicht um Meditation, Massage oder Baumpatenschaften, sondern letztlich um die Kritik an der zweiten Natur, an der Gesellschaft, die zwar nur durch die alltäglichen Handlungen der Menschen fortexistiert, über deren Gestaltung sie aber gerade nicht bewusst verfügen, obwohl dies im Sinne aller besser wäre. Vielen Dank.